Freut mich. So, Genie, schönen guten Abend, grüß dich. So, also, das Geile an Stalker ist, die sind nicht so dumm, diese Gegner. Die umgehen dich, die versuchen sich von hinten ranzupirschen, die versuchen dich einzukreisen, die werfen intelligent auch Granaten, die sprechen sich auch ab. Ist nicht so ohne. Stalker hat eine sehr, sehr geile KI, muss ich sagen. Das gefällt mir. So, jetzt ist es aber schon dunkel geworden. Das missfällt mir. Ich hätte gern mal ordentlich Tag. Egal. Also, sprechen wir ihn an. Wer ist es? Petrucciar. Hi, Kumpel. Wolf hatte ich bereits angekündigt. Na klar. Wie viele Banditen sind auf dem Lager? 7 oder 8? Echt jetzt? Zwei am Tor, zwei weitere im Gebäude, zur Rechten beim Feuer und vorne, hinten, oben, unten. Oh, ihr könnt es selber lesen. Los geht's, holen deine Männer. Nein, wir müssen zu viel Lärm machen. Ich gehe alleine. Sollen wir da wirklich alleine rein? Auf Veteran. Bitte, lieber Chat, entscheidet. Gehen wir alleine oder gehen wir geschlossen? In der Vierergruppe. Sagt es mir jetzt. Ich trinke noch mal ein Angstschlückchen und dann schauen wir mal. Ich höre die blöden Hunde. Das Problem, auch wenn ich hier in so einem Gesprächsmenü bin, die Hunde und die ganzen Viecher sind trotzdem da und greifen an. Also, ich würde nicht allein reingehen. Geschlossen und geschlossen und geschlossen. Alles klar, wir gehen geschlossen rein. Hol deine Männer. Leute! Wolf hat uns ein paar Männer Ein geschickt. paar? Ich bin Zusammen allein? mit dem Befehl zum Hallo? Angriff. Zeit für Heldentaten. Ja, aber hallo. Ich bin soweit. Er hat auch eine schallgedämpfte Knarre. Okay. So, ihr könnt auch links sehen, dieser lila Balken, ne? Der Lärm, den ich mache. Ich renne mal, da müsste der Lärm größer werden, jawohl. Erstmal hinterm Baum. Und rüber. Kopfschuss! Einer weg. Drecksack. Alter Schwede. Da oben auch noch. Oh Mann. Bringt nichts. Ich muss hier rüber. Na, ich hab ein Brett gefangen. So ein Sack. Komm, mach das noch einmal. Geht bestimmt rechts rum. Verarscht mich doch. Weißt du was? Wie wär's mit ne? Ach ne, das. Wo ist denn die Granate? Hat es gepasst? Ei, du Drecksack! So ein Sackgesicht! Erwischt.
Eine Schrotze. Пацаны! Die Fabrik ist sicher. Kehre zur Startposition zurück. Out. Ah. Mein Kumpel. Jutta. Ja. So, Seid ihr Jungs noch da? So. Dieses Billedit, das ist ein Eintrag im PDA. Und zwar weist er dann auf irgendwelche Goodies hin. Die sind meistens gekennzeichnet durch so ein radioaktives Zeichen. Das sind Verstecke, die ich meistens dann sozusagen finde. So, da ist eine Waffe, die sammeln wir ein. Wir durchsuchen erstmal die Leichen. Da liegt noch eine Leiche. Ah, der flennt da hinten. So, da war eine Leiche. Hier vorne sind zwei Leichen. Da ist eine. So, der sich geduckt hatte. Und dem hatte ich doch einen Kopfschuss verpasst. Oh, geh mir nicht auf den Sack, sonst erschieße ich gleich. Erstmal die Knarren nachladen. Habt ihr gesehen? Er hat auch nur eine nachgeladen, weil nur eine... Ich demonstriere das mal. Normalerweise in diesen 0815-Spielen werden dann beide Waffen nachgeladen. Achtet mal drauf, er schmeißt nur die leere Hülse raus. Genial, oder? Ich drück mal beide ab. Jetzt gehen beide raus. Ist das nicht geil? Gefällt mir unglaublich. Ich mag das. Ich stehe auf so einen Scheiß, ehrlich. Das ist richtig cool. So, da ist noch einer. Den hatten wir schon. Da hatten wir auch alle. Dann hier. Mann, was für ein Haar. Schrotflinte, Brot. Billedit. Da haben die Entwickler bei so einigen Sachen mitgedacht. Das ist schon ich geil. Ich schulde dir was, Bruder. Ja, steh auf. Ich kann dir gar nicht genug danken. Ja, ja, ist schon klar. Nibble! Von dir brauche ich was. Genau, das Laufwerk, das sich zum Händler bringen soll. Her damit. Ja, ich habe es noch. Diese Trottel haben mich nicht mal ordentlich durchsucht. Lass mich dich mal durchsuchen, Freund. Naja, Stream ist eher Wahnsinn. Also, was soll's. Ja, gut. Also, sie haben es nicht gefunden. Ich krieg es. Ne? Gegenstand erhalten. Informationen. Belohnung. Da unten habe ich es nicht aufbewahrt. Okay. Übrigens hat den Banditen eine kleine nette Geschichte über ein Lager voller Artefakte erzählt und die haben jemand zum Nachsehen geschickt. Das Lager existiert, aber es ist nur ein Artefakt. Das ist egal. Ich kann dir die Koordinaten geben, wenn du möchtest. Aber immer. Vergiss nicht wilde Tiere. Alles klar. Hast du noch einen Auftrag für mich? Den vollendeten Anzug finden. Bin dabei. Cool. Handeln? Wird hier irgendwas verkloppen? Boah, ich habe zig Verbände. Da verkloppen wir mal vier. Jo. Immer gucken, dass man gleich Gewicht reduziert. Dicken Dosen. Weil die Dosen wiegen 0,5 Kilo. Eine Wurst, auch 0,5, aber das Brot wiegt weniger. Das heißt, wir könnten eigentlich
Na, wir verkloppen erstmal die Dosen hier. Solange der Geld hat. Und wir haben weniger zu schleppen. Ah, Wodka. Siehst du? Gehen wir mal hier oben gucken. Ah, leider nicht. Konnte man nicht nehmen. Das ist auch nichts. Hier ist noch eine Kiste. Ah, hier liegt eine Leiche. Und da leuchtet auch links die Anzeige vom PDA. Und noch ein PDA. Okay. Stopp, was ist das? Okay. Das sind diese kleinen Verstecke. Ja, so. Das ist kein radioaktives Zeichen, das sind so Dreiecke, okay? Das Zeug ist gleich unter dem Dach am kleinen Haus an der Brücke versteckt. Ah, das ist der Kundschafter, okay. Und das ist der Händler, wo man hin soll. Legion der Belohnung. Und hier haben wir auch, da sind Verstecke. Und da ist ein Versteck. Also es lohnt sich in jedem Fall immer, die Leichen zu durchsuchen, weil man dann diese kleinen Mini-Verstecke kriegt. Das ist wichtig, ja. So. So, PDA weg. Ah, stopp. Nix. Dieses Blip ist so eine Ortung von Gegnern, Freunden, Bots, was auch immer. Darf man sich nicht verrückt machen lassen. So geht's auch. Auch nichts drin. Na, es hätte ja sein können. Schon. Schnitzel, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Oh ja, roll doch rum. Oh, das nehmen wir. Schrottmunition. Ja, damit. Wunderbar.
Gut. Er bleibt hier scheinbar. Dann gehen wir wieder zurück und holen uns unsere Munition. Nicht Musition. Da würde ich kurz hin. Ich speichere mal ab. Save early, save often. Achso, komme ich nicht hin. Abgegrenzter Bereich. Stacheldraht, okay. Gut, dann gehen wir. Da muss ich hin. Ah, hier ist die Unterführung, okay. Kackköder, hau bloß ab. Ja, renn doch mal in die Anomalie. Okay, da ist ganz schön was los. Aha, zu nah gekommen, hä? Hat wehgetan. Schrottviecher. Jo, ich muss weg. Die Waffe weg. Gute. So, ich bin daheim. So, Jungs. Рядом контролёр. Ja, weg mit der Knarre. Пошёл вон отсюда, пока. Job ist erledigt. Контролёр обиделся. Ну, hab was bekommen, что ли? Ein Artefakt, eine Qualle. А сталкер своё гнёт. Я сказал, вали. Угнать, скажем, не угонишь. А вот нацарапать какую-то похабень с тебя станет. Okay, Tütendattel, tschüss. So, jetzt frage ich natürlich, hatte noch einen Auftrag für mich. Und zwar Wildschweine vernichten. Mach ich glatt, ich habe eine Schrotflinte. Passt. Ich bin dabei. Neuer Auftrag. Kann ich handeln mit ihm? Irgendwas Gescheites? Komm hier, hast du noch eine Flasche Wodka? Immer gut. Gut Freund machen. Ist hier was drin? Oh, hier ist was drin. Ist das Diebstahl? Nee, oder? Вспомнил вот. Kein Diebstahl. Два сталкера на берегу озера. Ja. Nee, also, wir sind ja eine Familie, also es ist. Obla. Hängen geblieben im Stacheldraht. Hat keiner gesehen, ich hab's nicht genommen. Nee. Das ist nur ausgenommen. So. Oh, hallo. Gute. So, die Situation ist klar. 1500 Rubel und er hat den Stick, der den andere gut versteckt hat. So, da kann man mal fragen, hast du noch einen Spezialauftrag für mich? Hör zu, Gezeichneter. Ich habe nachgedacht. Mhm. Das ist mein Angebot. Ganz allgemein gesprochen musst du vor allem Strelok finden, stimmt's? Ginny, mach's gut. Tschüss. Genau so ist es. Das gibt's über Strelok zu sagen. Es gibt einen Stalker dieses Namens. Man sagt, er hätte einen Weg in die nördlichen Bereiche der Zone gefunden. Mhm. Das ist jungfräuliches Gebiet. Eine wahre Goldgrube voller Artefakte. Ja. Wie dem auch sei, ich kann dir helfen, ihn zu finden. Aber du kannst dir sicher vorstellen, dass das nicht umsonst ist. Du wirst es abarbeiten müssen. Aber auf lange Sicht profitieren wir beide davon. Du entsorgst diesen Strelok-Typen und findest heraus, was mit dir passiert ist, und ich... Nun ja,
Ich bekomme meinen Teil unseres gemeinsamen Profits. Also, was sagst du? Deal? Ja, was bleibt mir da groß übrig? Klar. In Ordnung, weiter. Hör zu. Du bist auf Geschäfte aus, das kann ich sehen. Ja. Und ich meine, wir brauchen Typen wie dich. Wir versuchen uns gerade mit anderen Händlern zusammen an einer Untersuchung. Wir wollen eine Route in den Norden eröffnen, direkt ins Zentrum der Zone. Aber irgendjemand oder etwas in der Nähe des Zentrums versucht uns aufzuhalten. Ich habe keine Ahnung, wie zum Teufel dieser Strelok es geschafft hat, da durchzuschleichen. Es gibt da dieses Gebiet, in dem dein Hirn zu kochen anfängt. Echt unheimlich da. Naja, um die Sache kurz zu machen. Ein paar Jungs haben diese Stiernacken für mich ausspioniert, nicht weit von hier. Okay. Anscheinend haben sie drüben im Agroprom-Forschungsinstitut etwas rausgefunden, etwas Großes. Ich bin mir sicher, dass es mit dem Zentrum der Zone zu tun hat. Gott. Aber egal, was auch immer sie herausgefunden haben, es wird irgendwo im zweiten Stock des Instituts unter Verschluss gehalten. Zweiter Stock, alles klar. Und wir brauchen das Zeug wirklich dringend. Verstehen wir uns? Ja, ich denke schon. Wenn du die Aktenmappe hast, bring sie ja nicht hierher. Nein. Bring sie direkt zum Wirt. Er betreibt die Stalker-Bar, das 100 Rad. Ich lade dir die Koordinaten auf deinen PDA. Alles klar? Jawohl. Du musst nach Norden gehen, über die Müllhalde und danach in Richtung Westen. Nach ein paar Kilometern kommst du zum Agroprom-Forschungsinstitut. Okay. Sei vorsichtig. Das Strahlenniveau ist auf der Müllhalde wahnsinnig hoch. Du solltest also irgendwas zum Dekontaminieren schlucken. Mhm. Oder wenigstens ein bisschen Wodka. Viel du? Glück. Jo, alles klar. So, wir werden... Wofür zum Teufel bringst du den... Ja, immer ganz ruhig. Nicht frech werden. So, also. Wir entladen erstmal, was noch an Munition in den Waffen ist. Weil das Problem ist, ich weiß nicht, welche... Also ich habe insgesamt eine Schrotflinte in Gebrauch und es sind... Ah, hier, der grüne Balken ist der Zustand, also wie gut sie erhalten sind. Und das, da sieht man auch, da sind Unterschiede. Ich habe insgesamt 4 Schrotflinten. Und er zeigt mir hier, wenn ich handeln will, die Gesamtübersicht der Sachen. Das ist das Problem. Er sagt mir nicht, das hast du in Gebrauch. Da muss man immer selber so ein bisschen gucken. So, das kann weg, das kann weg. Die ganzen Pistolen können weg. Ein bisschen viel Mampf habe ich dabei. Ein bisschen viel Munition kann ich auch verkaufen. Immerhin, für 1400. Nicht schlecht. Hast du heute richtig gutes Zeug dabei? Ja, genau. So muss das laufen. Genau. Und jetzt bringen wir ein bisschen was hier unter. 4 Verbände reichen mir. 2 Energy Drinks reichen mir auch. Das Gejammer aus dem Radio. Ayuta, du sagst es. Ist normal, musst du drauf schießen. So, den Artefakt. Hier ist der erste, Qualle. Erhöht meine Strahlung, also ich verstrahle mich, wenn ich den benutzen sollte. Allerdings gibt es ein bisschen +2 auf die Panzerung. Wodka habe ich 3 Flaschen, das ist eindeutig 2 zu viel. 2 Granaten finde ich gut. Alles klar. Parleen! Ja, grüß dich, mein Lieber! Schön, dich zu sehen. Hi! So, und damit endet auch wieder eine Folge. Bis demnächst!